Hallöchen und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. In diesem zeige ich euch, wie ihr euch so einen NPC erstellt, der euch was verkauft und ihr was reparieren könnt. Wie das Ganze funktioniert, das erfahrt ihr gleich. So, bevor wir in der Datenbank irgendwas erstellen, gehen wir erstmal ins Spiel und holen uns erstmal ein paar Informationen ein. Und zwar müssen wir erstmal rausfinden, was wir überhaupt erstellen möchten. Also ein NPC wahrscheinlich ist mir schon klar, aber was soll der eigentlich können? Soll das eine Mailbox sein? Soll der uns was beibringen? Soll es ein Lehrer sein? Oder soll der uns einfach irgendwas verkaufen? Jetzt gibt es zwei verschiedene Möglichkeiten, das rauszufinden, wie wir den erstellen. Erstens mal könnten wir ins Spiel selber gehen, den NPC erstmal anklicken und eingeben npc.info. Dann spuckt er uns hier die ganzen Daten aus, die GUID oder die Guide oder was auch immer. Dann die Faction, NPC-Flag, was das ist, das seht ihr dann gleich. Die Entry, die Display-ID, die ist ganz wichtig. Die zeigt an, wie der Mob dann aussehen soll. Dann das Level, gut, das ist alles nicht so wichtig und bla bla bla, das ist alles hier. Und jetzt könnte man in die Datenbank einfach gehen und unter der Entry 16706 einfach den NPC kopieren, den quasi neu erstellen und unsere Daten eingeben. Also Namen ändern und so weiter und so fort. Das könnte man machen. Oder man geht einfach ins Internet und schaut hier. Und zwar habt ihr hier alle Einstellungen, die ihr in der Datenbank vornehmen könnt. Dann habt ihr hier oben also erstmal die Struktur-Entry, dann Difficult-Entry, Kill-Credit und so weiter und so fort. Und das geht dann bis runter und weiter, weiter, weiter. Es geht wirklich ewig runter. Da könnt ihr hier dann auch sehen, was ihr da eintragen könnt. Kill-Credit, dann Name, Subname, Icon-Name, was das genau ist. Es steht auch leider in Englisch da, aber es ist jetzt nicht so schlimm. Dann, wichtig wird es nämlich hier bei Flag. Hier könnt ihr nämlich sehen, was die Flags eigentlich alle bedeuten. Da habt ihr hier eins für Gossip. Das, ob die Kreatur eine Gossip-Option hat oder nicht. Das ist, wenn ihr einen Charakter, also einen NPC ansprecht und ihr Auswahlmöglichkeiten habt. Ja, oder mit dem redet. Oder sowas. Das für sowas ist das. Oder Questgeber, Trainer, Klassentrainer und Laber-Laber-Sülz. Hier für Reparieren, für Flugmeister. Das müsste ich echt mal ausprobieren, ob das überhaupt funktioniert. Dann ist das hier der Geisterheiler, Gasthaus, Bankier und so weiter und so fort. Auktionator ist hier auch. Und Gildenbank ist hier auch. Sogar eine Mailbox könnt ihr erstellen. Das ist dann auch ziemlich nice. So, dann ganz normal, wie schnell er läuft, wie groß er ist, welcher Rang der Mob hat, ob es ein Elite ist, ein Boss, ein Rare oder sonstiges. Den Schaden und so weiter und so fort. Das könnt ihr euch alles mal anschauen. Das findet ihr zum Einstellen hier. So, ich mache das jetzt aber ganz anders. Ich werde mir mein Eselchen kopieren, weil der kann ja schon alles. Also der ist ja schon da. So, Info. Das ist die Entry. Ja gut, die Entry, die kenne ich ja. NPC, Flag und Faction und so weiter und so fort. So, also, ihr öffnet euer NaviCat. Dann geht ihr in die Datenbank Creature Template. Und dann lasst ihr euch einfach hier die Entry verkehrt rum anzeigen, damit ihr ganz genau wisst, mit welcher Zahl es jetzt auch weitergeht. Und ich suche mir mein Eselchen. Und den kopiere ich mir einfach von hier bis ganz rüber. Ohne die Entry zu kopieren, weil das nämlich zu einer Fehlermeldung führt. Dann gehe ich ganz hoch. Jetzt gehe ich wieder hier in die Difficult Entry, kopiere mir das ein und dann ist das schon drin. Ne? Jetzt muss ich den eigentlich nur noch bearbeiten, sonst habe ich ihn ja doppelt drin. Und zwar die Model ID, dass es nicht mehr aussieht wie ein Eselchen. Dann nehme ich jetzt einfach die hier und das Schattenhammerlasten-Eselchen. Daraus mache ich den YouTube-NPC und der Subname ist einfach Test. So, hier sieht man jetzt schon das Icon. Das ist jetzt bei mir Repair. Das ist jetzt eigentlich nur das, was dann die Maus anzeigt. Also bei mir ist das jetzt ein kleines Hämmerchen.
Ihr könnt auch so ein kleines Rädchen nehmen oder ein Flugmeißer-Symbol oder was. Das findet ihr alles. Also auf der Seite, die ich euch gezeigt habe. Auch das Gossip-Menü, aber das brauche ich jetzt nicht, weil er nur repariert. Dann Min-Level, Max-Level und so weiter. Hier die Faction von Allianz und Horde. Ist bei mir jetzt beides 35, damit die bei beiden freundlich sind. So, dann NPC-Fleck. Habe ich hier 4224. Ich weiß auch gar nicht mehr, warum. Ich müsste da selber immer nachschauen. Dann Skal. Also wie groß der ist, der Rang und so weiter und so fort. Dann Unit Class und Unit Flag habe ich auch 1 und 2. Also wie gesagt, bei sowas müsste ich dann auch immer nachschauen, weil merken tue ich mir das auch nicht, was das alles bedeutet. Und mehr muss man auch eigentlich nicht einstellen. Die Zahl hier hinten, das ist übrigens, mit welchen Addon der NPC funktioniert. Ich habe da jetzt einfach ganz normal Lich King. Wenn hier eine 1 steht, hier hinten funktioniert der NPC auch mit jedem Add-on. Also wenn jetzt Kataklysm kommen würde und ich würde das alles übernehmen wollen, müsste ich dann hier eine 1 eintragen. Oder halt das von Kataklysm. Ja, und dann sind wir eigentlich auch schon fertig. So, dann könnten wir jetzt ins Spiel gehen und das ausprobieren. Doch jetzt, bevor ihr euer Spiel jetzt öffnet, wenn die Server noch laufen, die müsst ihr unbedingt zumachen. Und das ist auch ganz wichtig, wenn ihr irgendwelche Änderungen gemacht habt, ist es immer, wirklich immer, immer besser, wenn ihr den Cache von WoW löscht. Denn mir ist es wirklich, wirklich oft passiert, ich habe alles richtig eingestellt und bin ins Spiel gegangen und es ging nicht. Das lag nur daran, weil ich den Cache nicht gelöscht habe und er das noch nicht gecheckt hat, dass ich irgendwelche Änderungen gemacht habe. Das ist dann echt nervig und einfach nur unnötig. So, jetzt bin ich hier in Silbermond. Da werde ich jetzt einfach mal hier aufstellen und dann mal schauen, was dabei rausgekommen ist. Also, Punkt NPC Add. Dann 5, 1, halt. Zack. Und da steht er schon. Das hat schon mal geklappt. YouTube NPC und Test. So, und bei dem könnte man jetzt reparieren und was kaufen. Jetzt hat er natürlich überhaupt nichts zum Kaufen oder sonst irgendwas. Also müssten wir da jetzt noch was einfügen. Das geht auch total einfach. Ihr müsst nur wissen, was er verkaufen soll. Jetzt nehmen wir mal an, was habe ich gerade einstecken? Ah, eine Spitzhacke, Kirschner Messer, das ist ziemlich praktisch. Zack. Das machen wir jetzt einfach auch. Also ihr visiert den an. Und dann gebt ihr einfach ein .npc at item. Und dann zieht ihr einfach nur das raus, was er verkaufen soll. Also entweder die Spitzhacke. Und dann steht dann da, ich mache das mal hier etwas dunkler, dass ihr das ordentlich lesen könnt. Zack, so. Spitzhacke wurde zur Liste hinzugefügt. Jetzt steht hier da, Maximalzahl 0, Incrim Time 0 und erweiterte Kosten 0. Das bedeutet, ihr könntet jetzt einfügen, dass er zum Beispiel die Spitzhacke nur einmal an euch verkaufen kann. Dann die Incrim Time, das ist, wann die dann wieder quasi in ihm spawnt, auch wenn das jetzt blöd klingt. Aber wenn ihr die jetzt einmal gekauft habt, dass die dann, was weiß ich, erst nach einer Stunde oder so, könntet ihr die nochmal kaufen. Das wäre jetzt für Heiltränke oder so gar nicht so schlecht. Und die Kosten. So, dann fügen wir mal noch ein, nicht die Spitzhacke, sondern das Kirschnermesser, das ganz genauso. Und wenn ihr den dann anvisiert, also nochmal anklickt, ist es auch drin. Hier müsst ihr jetzt aber aufpassen, ganz kurz, was, also in welche Reihenfolge ihr das einfügt. Wenn ihr jetzt eine ganz bestimmte Reihenfolge möchtet, wie zum Beispiel hier bei dem Eselchen, da habe ich hier die Tasche, die selbst erstellte, und dann das ganze Level-Gear, was ich mir erstellt habe. Ich habe das jetzt natürlich sortiert nach Hexenmeister, Priester und hast du nicht gesehen. Wenn ich jetzt noch einen Teil erstellen würde, was ein Hexenmeister gehört, und möchte das hier vorne einfügen, dann geht das nicht. Der macht das immer so, wie ihr das einstellt. Also ihr könnt nichts sortieren. Wenn ihr das nach einer richtigen Reihenfolge möchtet, müsst ihr euch das vorher aufschreiben. Oder ihr müsst dann alles nochmal rauslöschen. Okay? Also da müsst ihr ein bisschen aufpassen. Ihr könntet jetzt auch aus dem Atlas-Loot, bam, 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 nehme ich jetzt einfach mal irgendwas, scheißegal. Hier so eine schöne Hose. Könntet ihr auch einfügen. Also, nicht das Kirschnermesser, sondern die Hose, bla bla bla. Das geht auch. Dann habt ihr hier die Hose drin.
Ja. Also ihr müsst da jetzt nicht unbedingt wissen, wie die Entry ist. Das geht auch, dass ihr einfach eine Zahl eingebt. Jetzt müsst ihr euch überlegen, was es überhaupt gibt. So ein 15? Schauen wir mal. Ja, irgendeine Axt war das jetzt. Tada! Also das geht auch alles. So. Ja, das war's eigentlich auch schon. Dann könnt ihr den Mob jetzt hinstellen, wo ihr möchtet. Also wie gesagt, das war's eigentlich auch schon. Das mit den NPCs, das ist wirklich gar keine Hexerei. Wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt, dann scheut euch nicht, die zu stellen. Ich kümmere mich gerne um eure Wünsche. Das ist überhaupt gar kein Problem. Vielleicht möchtet ihr auch irgendwann ein Video sehen, wie man sich so ein Levelgear überhaupt erstellt. Ich meine, Blizzard hat ja bloß, was weiß ich, drei Teile oder so. Und ich habe das halt das komplette Set oder wie viel ihr halt möchtet, inklusive alle Waffen. Und na gut, die Schmuckstücke, die habe ich jetzt übernommen, die drei hier. Oder wie man mit Level 1 reitet, das kann ich euch auch zeigen. Oder wie man in der alten Welt fliegt, das kann ich euch auch zeigen. Also wenn ihr irgendwelche Fragen habt und euch irgendwas interessiert, es sei denn, ihr wisst das alles schon, dann ist es natürlich sinnlos. Aber ansonsten freue ich mich über eure Kommentare und über eure Fragen. Und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Biba!